Ja, der Richard Freitag hat eigentlich eine tolle Saison gesprungen, ist bei der Tournee dazugestoßen oder kurz vor der Tournee, hat das Ganze belebt, hat letztes Jahr mit einem Weltcup-Punkt hier geschnuppert. Heuer hat er schon sehr, sehr viele, über 80 und hat Einzelspringen gezeigt, dass er zu Recht im Weltcup ist. Er hat eine erfrischende Art, ist noch nicht ganz ausgereift, kann aber definitiv die Mannschaft bereichern und wird auch seine Chance bekommen. Auch ein junger Springer, gleich alt wie Richard Freitag, hatte heuer ein Wellental, kann fantastisch springen, kann aber auch mal Fehler machen, darf er auch machen. Wichtig ist, dass er jetzt sich so stabilisiert. Es schaut alles danach aus, dass er hier auf einem guten Weg ist und ein Pascal Bodmer in guter Laune und in guter Form kann jede Mannschaft der Welt gebrauchen. Ja, der Severin kann das ganz gelassen angehen. Er hat hier eine tolle Saison hinter sich, hat heuer, wie gesagt, viele Weltcup-Punkte, zwei Siege auf dem Konto, einige Podestplätze und schwarz auf weiß stehen, dass er an guten Tagen alle schlagen kann. Und das ist noch nicht so lange her. Und überzeugen einer der gefährlichsten Außenseiter bei der WM und kann hier das wirklich genießen, mit dieser Position dort hochzufahren ins Mekka des nordischen Sports. Aber was will man mehr? Ja, den anderen Weg gewählt, hat sich noch einmal völlig auf ein neues Trainingssystem eingelassen. Es hat resultatsmäßig nicht den erhofften Schub gebracht, aber es geht alles, wie oft im Leben, geht es halt sprunghaft. Hat nie aufgehört zu arbeiten, hat dann phasenweise schon wieder gezeigt, dass er zu Recht hier zu den besten Skispringern Deutschlands gehört. Wir haben jetzt noch einmal gemeinsam, ich habe ihn unterstützt auf einem individuellen Vorbereitungsweg und ja, er ist ein Mr. WM. Und es kann durchaus sein, dass sich das ausgeht und dass ihm dort der Knopf aufgeht. Wenn nicht, dann geht er halt später auf. Aber mit so einem Mann dort hochzufahren, der mit so viel Erfahrung im Rücken und mit so einer mentalen Klasse auch sich im entscheidenden Moment wieder zu steigern, das tut unserer Mannschaft gut. Ja, Michi Uhrmann ist ein Top-Mannschaftsspringer, der hier über Jahre das deutsche Skispringen getragen hat und sich heuer in einer außergewöhnlichen Art und Weise aus einem Anfangssaisontief herausgekämpft hat. Und ich würde sogar sagen, im Moment steht er sogar besser da als zum Vergleichszeitraum des Vorjahres, als er doch Weltcup-Gesamtzwölfter wurde und auch bei Olympia einen einstelligen Platz belegt hat. Er kann am guten Tag, kann er wirklich noch einmal alle ärgern. Und für eine Mannschaft ist er natürlich auch ein sehr verlässlicher Springer. Also er ist sicher neben Severin die zweite Stütze in unserem Team und das wird noch einmal, kann doch auch mal noch die Krönung seiner Laufbahn werden. Zumindest mit der Stabilität, der auch in schwierigen Phasen eigentlich immer seine Leistung gebracht hat, wenn es der Mannschaft nicht so gut ging. Speziell am Anfang der Saison hat er uns sehr geholfen. Bei der Tournee ist er meistens recht stark. Jetzt hat er ein bisschen stagniert, aber er ist körperlich ein sehr starker Springer. Er hat auch viel Erfahrung und kann uns definitiv helfen. Speziell mit seiner Stabilität ist er in jeder Mannschaft eine Bereicherung.